Jo, moin miteinander. Ja, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mir ist ein bisschen kalt. Und das ist hier sehr spontan. Wir haben jetzt die letzten Wochen wirklich genug zusammengeschraubt in der Karre. Und wir wollen ihn heute einfach mal anreißen. Ich hoffe, dass die Batterie noch genug Saft hat. Wir müssen ihn noch einmal lüften. Und in 20 Minuten soll das Ding hier einen Mucks von sich geben. Das erste Mal nach 20 Jahren oder über 20 Jahre. 6,5 Sekunden, Leute. Bis gleich. Ja, so richtig den Plan habe ich auch noch nicht. Wir müssen den Kasten erstmal entlüften. Ich werde den Tank auch noch mal runternehmen müssen. Wir haben ja den Tankverschluss unten letztes Mal eingebaut. Er ist undicht, der tröppelt und sifft da vor sich her. Das heißt, der Tank muss nochmal runter. Es ist aber alles noch lose, der hängt ja nur locker oben drauf. Zum ersten Motorstart sollte es nicht das Problem sein. Ja, Glüheinrichtung ist halt auch noch nicht angeschlossen. Ich hoffe, wir kriegen den so angeorgelt, obwohl es echt kalt ist. Aber mit der Kompression, er müsste anspringen. Lüfter werden wir anlassen. Ich habe mit Wilfried noch geschnackt und er sagt da, du kannst da ablassen, so warm wird er nicht. Seitendeckel ist zu, Öl ist drauf. Eigentlich entlüften, Batterie ran, Verlängerungs- oder Überbrückungskabel ran, hier mit dem Draht. Und dann wollen wir den eigentlich mal orgeln lassen. Ja, drückt mir die Daumen. Das ist ja 1 zu 1 gedreht. Kein Drehbuch, kein 5 Versuche. So wie ich es zeige, so wird es auch passieren und hochgeladen werden. Leute, lasst ihn laufen. Lasst ihn bitte, wir wollen ihn hören. Über 20 Jahre stand die Karre jetzt. Und ich bin wirklich ein bisschen nervös. Ich bin wirklich ein bisschen hippelig. Ist auch alles wieder ein bisschen übers Knie gebrochen jetzt gerade. Ich stelle euch mal nochmal um und dann ja, holen wir mal die Luft aus dem System. Geil. Zuerst werden wir ja mal die Ventile ein bisschen ölen. Die standen jetzt ja nur auch ein bisschen länger. Und ja, Handpumpe ist natürlich immer ganz geil. Ich nehme jetzt hier auch mal eine Spritze, so dass überall ein bisschen Öl ist, dass sie nicht gleich trocken läuft. Auch ein bisschen hier die Ventile, alles ein bisschen einölen. Die ganze Mechanik, die ist ja nun mal trocken jetzt. Und eine richtige Ölpumpe hat er nicht. Hier oben ölt er sich nachher eigentlich nur über die Öldämpfe, wenn er warm ist. Und wir können ihn auch mit offenem Trieb fahren. Das ist eigentlich vollkommen egal. Da passiert nichts, da fliegt auch nichts auseinander. Und dann sieht man nachher mal, wie er wenigstens vernünftig läuft. Den Dieselhahn, ich nehme euch mal raus. Mal kurz die Handschuhe ausziehen, das ist nämlich jetzt schon wieder alles ölig hier. Ja, so. Der Hahn ist undicht, man sieht nichts, wir gucken in ein schwarzes Loch, okay. Es ist alles dieselfeucht. Der erste Lappen ist auch schon komplett durch, der unten drin liegt. Wie gesagt, auch das muss hier zügig passieren, dass er rauskommt. Sonst läuft die ganze Suppe nämlich raus. Lichtmaschine, Riemen ist wieder runter. Wie gesagt, wir fahren jetzt ohne Gebläse. Ansaug, Abgastrakt bleibt offen. Seitendeckel ist zu. Und ja, jetzt werden wir die Pumpe entlüften. Ich werde ihn hier oben nochmal losschrauben. Die Düse müsste da nicht fest sein. Das müsste, glaube ich, alles fest sein. Das haben wir letztes Mal zusammen gemacht. Dann drehen wir, der müsste auf sein. Gucke ich gleich mal, ob der Hahn auf ist. Dann drehen wir hier mal die Schraube auf. Gucken, ob hier schon mal Diesel rauskommt, weil der ist ja nur auch leer gelaufen gewesen. Muss man den aufdrehen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste hier schon Diesel stehen, oder? Ja, dann müssen wir die aufmachen. Hier ist eine Lüftungsschraube von der Pumpe, dass wir hier die Luft rausdrücken, dann kann das hier ein bisschen nachgluckern. Dann machen wir den hier oben lose, hier. Und pumpen dann an der Pumpe den Diesel nach oben. So der Plan. Boah, Leute, ich bin so aufgeregt. Echt? Ihr glaubt es nicht. Also, das hört sich wirklich doof an. Und wenn man einen laufenden Trecker vorher hatte und hat ihn auseinandergebaut, so wie beim Unimog, ja, ist ein schönes Gefühl, man macht ihn an, man freut sich. Aber die Karre hier ist eigentlich tot gewesen, ne? Die war wirklich tot, die war abgeritten. Und wenn er gleich läuft, Leute, geil. Ja, so ist es. Genau. Wird wieder ein bisschen statisches Video.
Wo fange ich überhaupt an? Ich bin gerade echt ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ja, so, ich hole mal Kabel ran. Dann, bis gleich. Eigentlich müsste jetzt hier Diesel rauskommen. Oh Gott. Ist ja gut gemeint hier. Und eigentlich ist der Hahn auf. Und hier muss jetzt der Saft rauskommen. Da kommt er. Bis keine Blasen mehr kommen. Jetzt kommt gerade nichts. Jetzt wird wahrscheinlich der Filter volllaufen. Oder auch nicht. Ah, jetzt kommt er. So, es kommt in großen Mengen. Dann setzen wir es einmal an. So, super. Luft ist raus. Können wir sie wieder zudrehen. So, jetzt liegt hier vorne schon mal Saft an. Pumpe ist geflutet. So, Ladung drehen wir hier oben ab. Dann muss ich euch mal kurz nach oben kurbeln. Ja, 19er Schlüssel. Dann kann man nämlich hier ein bisschen Handtuch unterlegen oder eine Schale oder wie auch immer. Sonst drückt man sich hier die ganze Luft nach oben, auch wenn er sie wegdrückt. Ja, und man sieht, dass die Pumpe halt vernünftig arbeitet, ne? So eigentlich der Plan. Wie gesagt, die habe ich jetzt nicht abdrücken lassen. Die habe ich jetzt einfach mal, ja, freie Schnauze da reingedreht. Werden wir sehen, was passiert. Wir stellen den Hebel hier immer am Uhrzeiger drin. Man hört den auch rasten. Geht verdammt leicht. Ich keine Ahnung, ob ich die Pumpe getroffen habe. Ich hoffe es. Den stellen wir mal auf Betrieb. Hier ist Betrieb. Den habe ich jetzt auf Förderbeginn gestellt. Ob man es muss oder nicht, weiß ich nicht. Und jetzt kann man hier den Vorspannhebel, die Pumpe, kann man jetzt hier mechanisch betätigen. Und dann müsste da eigentlich gleich oben Druck rauskommen, also Flüssigkeit. Ja, mit dem Finger merke ich was. Ist ja keine Sechszylinderpumpe, ne? Ja, sehr gut. Da kommt's. Ah, Moment. So. Hier ist der Schnüffli. Ich setze mal an. Seht ihr das? Da kommt der Diesel an. Sehr gut. So, ich habe es nochmal zwei, dreimal gepumpt. Es geht sehr schnell. So sollte sich das anhören, Leute. Das ist das Schnarren der Pumpe. Und dann ist sie intakt. Wenn sie nicht schnarrt, ja, dann ist das nicht so doll. Jo, eigentlich können wir es starten. Denke ich mal. Ja, ich habe hier noch eine Unimog-Batterie stehen. Da kommt jetzt hier fliegende Leitung ran an den Anlasser. Das ist der Schlüssel. Und dann, ja, wollen wir ihn hören, Leute. Leute, das Wichtigste beim Erststart ist der 17er bzw. 19er Schlüssel und vielleicht noch ein Handtuch. Wenn jetzt irgendwas hängt, der Fliehkraftregler, irgendwas, und ihr kriegt die Karre nicht aus, weil hier ist nicht einfach Zündschlüssel rum und der ist aus. Hier hat man einen Absteller, den dreht man halt auf Abstellen. Damit beendet man die Förderleistung der Pumpe. Wenn der nicht eingehakt ist, klemmt, wie auch immer kaputt ist, man weiß es nicht, die Kiste läuft weiter. Wenn es an was hakt, der dreht euch so hoch, bis irgendwas auseinanderfliegt. Es kann eine Waffe werden, deswegen immer den 19er Schlüssel in der Tasche haben oder 17, um die Einspritzleitung abzukriegen. Dann ist es auch egal, wo der Diesel hinspritzt, das Ding muss irgendwie aus, wenn die Dinger hochdrehen und der tut immer weiter hoch. Der fliegt euch um die Ohren, wirklich. Müsst ihr mal nachgoogeln. Haltet den bereit, dass ihr den nicht groß suchen müsst. Handtuch okay, kann man machen. Ihr müsst diese Einspritzleitung loskriegen. Wie ihr es macht, ist egal. Wenn ihr es nicht hinkriegt, findet den Schlüssel nicht. Das ist, nimmt einen Seitenschneider und schneidet die Leitung durch. Es ist alles vollkommen egal. Hauptsache, das Ding geht aus. Wollte ich nochmal sagen. Genau, anders als dran.
plus minus direkt am Anlasser. Ist jetzt auch nicht so die schönste Lösung, aber ist so. Vorglühen wollen wir nicht, können wir nicht. Diesel hat er, Leerlauf ist drin. Ja, darf kein Gang drin sein. Handbremse brauchen wir gar nicht anziehen, ist eh Wurst. Ich habe ihn mit dem Anlasser, wo ich den Anlasser eingebaut habe, nochmal getestet, ob die Kupplung klebt, weil sonst würde er jetzt schon einen Sprung machen. Die Stunde der Wahrheit, Leute. Die Stunde der Wahrheit. Ja, erster Start. Wir glühen ihn einfach mal kurz vor. Hier ist ja eine zivile Glühkerze drin, das heißt, wir haben keinen Widerstand. Den glühen wir jetzt einfach mal 10 Sekunden vor. Und dann geht er los. Der erste Mucks nach 20 Jahren, wa? Geil. Leute, wisst ihr, ihr könnt das. Ich weiß nicht. Also wer von euch schraubt, wer sowas macht. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Manches kann man einfach gar nicht erklären, weil es einfach geil ist. Puh, geil. Ach, Leute. Das ist eine Freude, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man irgendwas kauft, was überhaupt nicht funktioniert, wie diesen Haufen hier. Geil, also die Arbeit hat sich gelohnt, dieser Klang von diesem Knubbel ist einfach göttlich. Wir haben natürlich noch keine Krümmer dran, der Krümmer, die liegen, ich habe keine Ahnung, wo die liegen, die fliegen irgendwo da hinten rum. Den Auspuff, den habe ich schon mal angefangen. Oh, hier liegt der Auspuff. Ei. So, da habe ich schon mal angefangen, den zu bauen. Komplett aus Edelstahl. In Originaloptik. Oben schön ballig ausgeformt mit Popnieten. Der wird gestrahlt, wird schwarz gemacht. Der kommt ja an der Seite ran. Tank, wie gesagt, muss ich nochmal runternehmen. Wir holen mal kurz Licht. So, wir holen mal kurz Licht. Dann zeige ich euch das mal mit diesem Tankverschluss, was das Problem eigentlich ist. Da bin ich ja letztes Mal nicht mehr so wirklich drauf eingegangen. Moment, Kamera drehen. So. Hier ist der Tankverschluss, also der Hahn, der Tankhahn. Und oben habe ich drei Messingscheiben drin. Ja, anders hat es nicht gepasst. Ich kriege ihn nicht dicht. Wenn ich noch weiter drehe, ist er ab.
Ich werde den jetzt absperren, das werde ich jetzt noch machen. Werde den Tank gleich nochmal runternehmen, werde den leer machen und werde den neu einkleben mit ja, wahrscheinlich Teflonband, das was ich gar nicht will. Ventile, ja, die werden nochmal genau oder richtig gut eingestellt. Ich habe die, wie gesagt, ein bisschen lockerer gelassen. Man könnte jetzt noch den Förderbeginn einstellen. Ich habe ja nur ganz dünne, also zwei ganz dünne Scheiben rausgenommen. Das hört sich aber eigentlich gar nicht so schlecht an. Dieses Nageln, dieses Poltern von diesem Motor ist normal. Es ist nur mal ein Einzylinder und der hat jetzt nur mal keinen Pott dran. Und ja, dann noch ein bisschen putzen, diesen ganzen Schnoddel hier, da muss alles noch ein bisschen runter, ein bisschen abwaschen. Ja, und dann wollte ich ihn eigentlich nach und nach zusammenbauen. Das werden so eine gemütlichen Schraubertage. Vielleicht mache ich auch mal ein Live-Video. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Mal so ein bisschen live aus der Werkstatt. Habt ihr da Bock drauf? Ein Live-Video. Live kommt meist nicht so viel rum, aber so einen gemütlichen Schnack in der Werkstatt, glaube ich, ist mal ganz geil. Alter, Leute, es ist einfach geil. Also wirklich so ein Trümmer hier zu kaufen, wo die Ungewissheit wirklich groß ist, wo die Pflege bei Null war. Und ja, was haben wir jetzt alles gemacht? Muss ich das eigentlich nochmal auflisten? Ihr wisst es doch, oder? Unten in der Playlist, irgendwo ich da eine Playlist vom Knubbel. Ich würde sie gleich mal oben irgendwie in diesem Video einspielen, die Playlist von dem Knubbel, die Leute, die es nicht wissen. Der Kasten läuft, er lässt sich abschalten, das ist echt Wahnsinn. Das war ich somit die größte Sorge, dass ja, diese Mechanik hier nicht so 100% funktioniert. Man kann die Pumpenplatte abnehmen, hier ist ein Fliehkraftregler drin, der das alles ein bisschen regelt. Immer am Uhrzeigersinn drehen. Beim Knubbel ist es so, es ist alles ein bisschen, das hier oben ist Handgas, das müssen wir auch noch mal ein bisschen in Stand setzen, weil der hält nicht. Der rastet hier nicht mehr so richtig ein, der knuppelt hier so rüber. Und man will das Ding auch mit Handgas fahren wollen. Fußgas ist alles ausgeschlagen, das muss alles gebuchst werden. Der Halter hier, der fliegt eh noch ab. Das muss alles rückgebaut werden, das haben die sich, ich habe keine Ahnung. Hier war ja mal ein Mähwerk dran, das ist ja auch ab. Und ja, so ist das. Genau, wie gesagt, da wo ich hin wollte, wenn ihr den abstellt, ne, B ist Betrieb, A ist Abstellen. Ja, so ist dann aus. Wenn man den wieder anhaben will, dreht man den in den Kreis. Viele machen hier eine Stange ran, die nach hinten geführt ist und legen ihn hier irgendwo rüber. Dann kann man den nach hinten legen, dann geht er aus und drückt er mit der Stange wieder nach vorne. Weil man steigt immer ab, um die Kiste an und wieder auszukriegen. Genau. Deswegen, ich lasse den jetzt mal so. Wie gesagt, Sprit werde ich gleich machen, wenn die Kamera aus ist. Anlasser wurde ja geschweißt. Ne? Hält ganz gut, sieht gut aus. Anlasser funktioniert. Genau, dann wird der ganze Krempel hier vorne wieder zusammengebaut. Motorhaube kann er wahrscheinlich schon mal wieder rauf und hier den Lüfter vernünftig festmachen, den ganzen Kram. Kann wieder montiert werden. Und wenn das soweit ist, so Leute, ich gehe nochmal kurz aufs Stativ. Moment. Ja, so geht. Genau, der ganze Kram kommt wieder zusammen. Ich muss jetzt nochmal eine Bestellung aufgeben. Fernthermometer, ich wiederhole mich ein paar Mal. Das ist nochmal so bei so vielen Folgen. Das muss da alles rein. Der ganze Krempel muss wieder festgeschraubt werden. Verkabelung, glaube ich, werde ich zum Schluss machen. Das kommt zum Schluss dran. Wir müssen die Bremse noch belegen. Wir müssen hier noch die ganzen Gestänge neu bauen. Die sind alle ausgeschlagen. Hier ist eine Menge Arbeit dran. Auf alle Fälle, wenn er am Vorderbau wieder zusammen ist, wenn die Ventile richtig eingestellt sind, dann kommt der Auspuff kommt noch dran. Ja, ohne Auspuff laufen lassen ist irgendwie auch ein bisschen, ja, geht so. Das heißt, die Krümmer kommen wieder ran. Auspuff muss geschweißt werden, der wird dann einmal irgendwie mattiert, angeschliffen, gestrahlt, ich weiß es noch nicht. Dann wird er matt schwarz lackiert. Ja, und wenn das soweit ist, dann soll er eigentlich mal vor die Tür und dann soll er hier mal eine Stunde, anderthalb Stunden laufen. Damit die Späne aus der Wandung rausgewaschen werden, dass er sich ein bisschen einschleifen kann. Öl runter, Ölwechsel, das was man halt so macht. Erster Versuch,
Leute, erster versucht die Karre anzuschmeißen. Ihr wart dabei. Ich bin genauso überrascht, dass es so auf Anhieb funktioniert. Die Batterie war ein bisschen schlapp. Der hat jetzt aber auch wirklich eine gute Kompression. Von den Kosten, ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich müsste das mal zusammenrechnen, was der ganze Bums bislang gekostet hat. Es sind halt immer so die vielen kleinen Dinge, die da reingehen. Alleine so eine Schimmscheibe hier für den Zylinder kostet 6 Euro. Ja, die schneidet man mal kurz mit dem Seitenschneider kaputt. Dann sind 12 Euro weg. Sowas vergisst man immer schnell. Aber es ist ein Einzylinder. Ja, mein Traum wäre wirklich ein 130-06. Ohne Kabine, das wird nämlich hier sonst gar nicht reinpassen. Allrad muss auch nicht sein, als Hinterradmaschine mit einer geilen Bereifung, vorne und hinten. Ja, schön dicken Turbo drauf, irgendwie 300 PS, so die Richtung, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Aber das Ding ist halt ein Riesenklopper, es sind 6 Zylinder und nicht nur eins. Gut, hat man beim Unimog auch, aber nimmt man Zylinderkopf runter, hat man den in der Hand. Beim F6L, nein, ist ja ein BF, ist ja ein Turbo drauf. 6 Pötte, den ganzen Bums braucht man im schlimmsten Fall 6-mal. Da ist der Kostennenner aber auf einem ganz anderen Level. Aber jetzt machen wir die Kiste erstmal fertig hier, den Knubbel. Er sollte vor Weihnachten laufen, das haben wir geschafft. Wir haben den zweiten Advent und er läuft. Ich bin echt ohne Scheiß überglücklich. Ich habe gedacht, komm, machst du mal spontan ein Video, machst die Karre an, vielleicht will er nicht. Keine Ahnung, vielleicht tackert er wie Sau. So viele Faktoren, die da halt sind, dass er so auf Anhieb nach 3 Umdrehungen läuft. Einfach geil. Ja, Leute, das war eigentlich der Sinn heute, die Karre anzuschmeißen. Wir haben es geschafft. Ich wiederhole mich nochmal. Er läuft. Wahnsinn. Top. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich euch gerade erzählen soll. Ich freue mich jetzt einfach nur noch. Wirklich, bin begeistert. Toll, dafür machen wir den ganzen Scheiß. Echt, man freut sich über so einen Käse, wenn man was neu lackiert, wieder anbaut. Es läuft zum ersten Mal. Wenn man nachher die erste Runde mitdreht, mitfährt. Einfach Wahnsinn. Leute, das war das Wort zum Sonntag. Habt einen schönen zweiten Advent. Bleibt dran. Wir wollen wachsen, ne? Ich möchte wachsen, ich finde das geil, ich freue mich, dass ihr mir zuguckt, ich finde es toll, dass ich nur oder überwiegend positives Feedback bekomme, wie gesagt, die Daumen nach unten, man kann nicht jeden mögen, das ist auch so und das ist gut so, man muss nicht immer jeden mögen und man muss nicht immer mit jedem total kumpelig sein, wenn ihr Fragen habt oder Sorgen, Nöte, Anträge, schreibt es unten in die Kommentare rein. So, das geht immer weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.